Ich bin der Ferdinand. Ich bin heute wieder in der Musikschule unterwegs. Aber ich wundere mich gerade. Hört ihr das auch? Vogelstimmen in der Musikschule? Ich schau mal nach. Es hat funktioniert. Wir haben versucht, mit unseren Blockflöten Vogelstimmen nachzumachen. Und du bist neugierig geworden. Pass auf, wir spielen dir gleich noch ein tolles Stück vor. Hast du schon mal eine Blockflöte ausprobiert? Das ist ganz einfach. Man bläst hier Luft hinein und schon geht's los. Das ist ja wirklich nicht schwer und macht sogar echt Spaß. Das mit den Vogelstimmen, das probiere ich jetzt auch noch aus. Die kleinen Flöten können ja wirklich wie Vogelgesang klingen. Aber schau mal, es gibt noch viel größere Flöten, die ganz anders klingen. Jetzt hast du die ganze Blockflötenfamilie kennengelernt. Ja, und die tiefste von den Blockflöten, die ist ja so groß wie ein kleiner Baum. Und das weiß ich. Blockflöten, die sind aus Holz gemacht. Jawohl. Und schon vor sehr, sehr langer Zeit haben Menschen begonnen, solche Instrumente zu bauen und wunderschöne Musik dafür zu komponieren. Blockflöten, die vor 500 Jahren gebaut wurden, haben so ausgesehen. Und wie das geklungen hat, das zeigen wir dir gleich. Das ist wirklich wunderschön. Ich habe große Lust, mit dem Blockflötenspielen zu beginnen. Ja, gerne, das würde uns freuen. Mit der Blockflöte können ja sowieso schon Kinder bereits im Kindergartenalter beginnen und du natürlich sowieso. Du brauchst dazu lediglich ein Instrument, möglichst aus Holz, viel Puste und Lust am Musizieren und Üben. Und stell dir vor, in unserer Schule gibt es sogar ein Blockflöten-Kinderorchester. Und jetzt zeigen wir dir noch einmal, wie schön es klingt, wenn alle Blockflöten gemeinsam erklingen.